Hi, hast du manchmal beim Spielen Schmerzen an den Finger oder vielleicht hast du einen Schnappfinger oder schnellender Finger? Wenn ja, ich werde dir heute zeigen, welche Ursache es hat und was du dagegen machen kannst, damit du das Problem löst und es nie wieder kommt. Hi, mein Name ist Anton Morales, ich bin professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Okay, also das ist erstmal, ich muss sagen, dass wenn du Schmerzen an den Finger hast, das ist, das Problem ist nicht nur, dass es weh tut eigentlich. Ja. Das Problem, das ist, dass es bedeutet, dass du, so es gibt grundsätzlich zwei Ursachen. Ja. Die erste, das ist einfach, dass du viel zu gespannt beim Gegenspielen bist. Und die zweite, das ist also eine Haltung, nicht richtig ist. Und eigentlich, genau, die sind auch gebunden, weil wenn du eine falsche Haltung hast, dann was passiert auch, das ist, dass du dann du wirst dann viel zu gespannt sein, ja, weil die Haltung ist falsch und deswegen du vergleichst das, indem du dich noch mehr spannst, weil das ist nicht stabil, einfach die Haltung, ja. Und das Problem, genau, das ist nicht nur, dass es weh tut oder dass es sich dann richtig schlimm entwickeln könnte und dann dich verhindern, so Gegner zu spielen oder noch schlimmer eigentlich. So, das Problem, das ist einfach auch, dass, wie gesagt, das bedeutet, dass du was da falsch machst auf die Gegner und dass wir deine Fortschritte bremsen. Ja, und das ist wichtig zu verstehen, ja. Das musst du unbedingt lösen. Das wird dich verhindern, wirklich flüssig spielen zu können, mit Sicherheit spielen zu können. Und das wird dich auch sehr wahrscheinlich sehr stören beim Vibrato oder Lagenwechsel, ja. Weil, genau, so sehen wir uns ein bisschen genauer jetzt, welche Ursachen es gibt. Ich habe dir gesagt, und fangen wir bei der Haltung, weil viele Probleme kommen erstmal von der Haltung. So, für den Finger erstmal. Ein Fehler, das ist, dass man spielt mit den Fingern wirklich gestreckt, mit gestreckten Fingern. Du solltest immer mit gebeugten Fingern spielen. Ja, bei dem vierten Finger, man sieht das oft eigentlich, viele spielen so, mit dem vierten Finger ganz gestreckt. Ja? Nee, er sollte gebeugt sein. Und, aber genau, aber viele sagen, mein vierter Finger ist zu klein, ich kann nicht, ich muss den Finger strecken. Das stimmt aber nicht, das ist nur eine Frage von Haltung. Ja? Wenn du hier näher am am Griffbrett kommst, nicht am Steck, mit dir an, dann du wirst sehen, guck mal eigentlich bei mir, also wenn ich hier bin, sehr nah am Griffbrett, dann ist mein vierter Finger ganz gut gebeugt. Im Gegenteil, wenn ich mich so positioniere, dann automatisch wird mein vierter Finger gestreckt. Und das Problem das ist, dass wenn dein vierter Finger gestreckt ist, dann du musst, das ist einfach wie das Kraft. So, dass Kraft von deinem Finger auf die Seite übertragen wird. Wenn du so dem Finger drückst, dann du brauchst viel, viel mehr Kraft, um die Seite nach unten zu drücken, als wenn du den Finger gebeugt hast, ja? Und deswegen, dann drückst du viel zu viel und genau, und dann ist viel zu gespannt und dann kriegst du Schmerzen oder vielleicht dann später einen schnellen Finger und so weiter. So, das muss wirklich, du musst aufpassen, dass, und das für jeden Finger, ja? Die müssen nie gestreckt sein, sondern wirklich gebeugt. Zweitens, es gibt gebeugt und gebeugt. Ja? Ein anderer Fehler, das ist, dass manche, man sieht, die drücken die Finger ein bisschen so, in diese Richtung. Ja? Drücken und das sieht so aus. Das ist auch super schlecht. Ja? So, das sollte immer gebeugt sein, dass es so wie ein kleiner Kreis baut. Ja? Und das sehr stabil. Ja? Es muss stabil sein, aber wirklich ein bisschen gebeugt. Und das bei jedem Finger. Genau, und besonders bei dem kleinen Finger, das kann schnell kommen bei manchen, dass auch wenn dem Gelenk hier gebeugt ist, dem Gelenk hier völlig geradeaus bleibt, ja, so völlig gestreckt bleibt. Und das ist auch nicht gut, ja. So jedem Gelenk muss wirklich gebeugt sein. Das ist die optimale Haltung. So, das ist ein zweiter Fehler. Anderer Fehler, das ist, was das verursacht, das ist einfach am meisten, so sieht man erstmal, das ist die Haltung von dem Arm, ganz einfach, ja. Viele eben dem Schulter, die spielen so, weil die setzen die Gegner nicht so richtig und dann um es zu halten, dann die eben dem linken Schulter und dann die spielen so. Okay? Und natürlich, das verursacht viele Probleme. Nicht unbedingt an die Hand, aber auf jeden Fall hier. Ja? So überprüfe, dass die Schulter die ganze Zeit unten bleibt. Gegner kommt darüber, Kontakt mit dem Hals und dann kommt darüber und ganz locker. Okay? So, aber der größte Problem für die Finger, das ist eigentlich hier. Das ist die Haltung mit der Daumen. Ja?
Viele machen den Fehler, dass die Gagge zwischen Zeigefinger und Daumen halten, also seitlich. Die drücken auf beide Seiten fest. Sehr fest, ja? Viel zu fest, okay? So, du musst die Gagge sehr locker halten, sehr entspannt. So, du setzt hier die Hand auf die Seite, dann den Daumen hier seitlich, okay? Und seitlich meine ich, er kommt hier, das ist gut, aber statt auf die Seite zu drücken, so. Was ich also machen muss, das ist die Gagge von unten unterstützen. Ja? Der Daumen kommt hier auch so und das von unten. Ja? So die Kraft kommt von unten, ja? Ein bisschen diagonal. Also nicht ganz unten, aber schon diagonal. Ja? Aber auf jeden Fall nicht horizontal. Ja? Bei den meisten, die Kraft ist horizontal. Die drücken auf beide Seiten. Und das ist unstabil, weil, genau, wenn du auf beide Seiten drückst, dann du kannst nicht die Gagge so stabil halten und deswegen drückst du viel zu viel. Wie ein Teil, wenn du von unten unterstützt, weil genau, du wirst dann das Gewicht von oben übertragen, ja? Gewicht von dem Arm auf die Seite, so. Und auch hier, du setzt die Finger, ja? Die Finger drücken von oben. So, wenn du den Daumen deswegen ein bisschen mehr von unten setzt, dann du kannst, so, der ist dann perfekt positioniert, um gegen diese Kraft zu wirken, ja, gegen den Kraft, der von oben kommt, ja. Und deswegen, das ist sehr wichtig. Und wenn du das falsch machst, dann, was passiert, das ist, dass man viel zu viel drückt und dann automatisch, dann so tut das weh, ja. Anderer sehr häufigster Fehler, das ist, dass man ganz einfach, ja, die Finger viel zu viel drückt auf die Seite, ja. Man ist voll verspannt, ja, mit aufwiegenden Verschaltungen, ja? Aber dann, auch unabhängig davon, man drückt einfach hier die Finger viel zu viel auf die Seite. So, hier gibt es eine kleine Übung, die du machen kannst, um das Problem zu lösen. Das ist einfach zu checken, genau wie viel Druck du brauchst bei jedem Finger, damit der Ton sich schön anhört. Ja? Und was du machen wirst, das ist, dass du brauchst nicht unbedingt so viel Druck, als du denkst. Okay? Dafür das ist ganz einfach. Du wirst jeden Finger nacheinander spielen. Zum Beispiel fangen wir mit dem ersten Finger. Und mit dem Bogen, du wirst immer gleichmäßig spielen. Aber du wirst mit dem Finger immer weniger drücken, ja? Und dann wieder immer mehr. Und dann, du wirst merken, du wirst dich fragen, okay, wann klingt das am besten? Klingt das viel besser, wenn ich so voll drücke mit meiner ganzen Kraft? Oder eigentlich, wenn ich ganz locker auf die Seite drücke, reicht das eigentlich für den Klang? Und dabei, oft ein Fehler, das viele machen, wenn die diese Übung machen, das ist das, weil das nämlich schon automatisch, dass sie ändern das Gewicht hier auf dem rechten Arm, ja? So, wenn die hier mehr drücken, dann die drücken mehr hier und umgekehrt, ja? Und deswegen, die drücken mehr hier und dann die drücken mehr hier und die haben das Gefühl, das ging besser. Was nicht wegen die Linken, deswegen, weil die mehr Gewicht hier übertragen und dass es besser geklungen ist, ja? So, wirklich, pass auf, dass du hier immer 100% gleichmäßig spielst, nicht mit mehr Gewicht, während du hier testest für jeden Finger, genau wie viel Kraft, so wie viel Kraft du für jeden Finger brauchst. So, und letztendlich, auch wenn du das alle diese Schritte gemacht hast, der letzte Schritt, das ist einfach, du musst lernen, so du musst selbst lernen, dann so die Gagge entspannt zu halten und die Finger entspannt zu bewegen, ja. So, das ist einfach so, dass du kannst 1000 Stunden Dehnübungen machen und so weiter. Das wird nicht ändern, dass du, wenn du denkst, du musst die Gagge so voll so halten, dann du wirst das trotzdem mit viel zu viel Kraft halten, ja? So, du musst eigentlich eine gute Übung, das ist einfach die Gagge so, dich zu zwingen, die Gagge wirklich hundertprozentig locker zu halten, genau wie das ein Baby wärst. Genau. Und sonst würde es würde ihn umbringen, wenn du zu viel drückst oder zu spannend es hält. Und dann zu trainieren, dich zu zwingen, die ganze Zeit so zu spüren. Und dann du wirst sehen, dass du eigentlich gar nicht mehr Kraft als das brauchst. Ja? Man braucht überhaupt keine Spannung. Ja? Du kannst die ganze Zeit völlig locker sein. Und das ist super wichtig. Ja? All diese Daumen da, weil sonst du bist zu fest und dann du kannst kein Vibrato machen, ja? Weil du bist zu fest. Es klappt einfach nicht. Ja? Du musst locker sein, damit du frei vibrieren kannst. Oder zum Beispiel bei Lagenwechsel, das ist dasselbe. Wenn du hier zu fest bist, du kannst keinen Lagenwechsel machen. Weil das geht einfach nicht. Schau, das wird so machen.
sowas, ja. So, alles, das muss einfach viel lockerer sein und viel entspannter sein, ja. Und natürlich, wenn du schon wirklich so große Schmerzen hast, so mit richtige, so richtig ein Problem mit dem Finger, natürlich, so, es gibt nicht tausend Lösungen. Erstmal, du musst auf, so, wenn du wirklich meine, so, wenn du schon eine Sehnenentzündung hast oder sowas, du musst wirklich eine Pause machen, ja, und eine lange Pause, bis das komplett weg ist, keine Gage berühren, ja, und dabei ein Physiotherapeut sehen oder ein Arzt und so weiter, ja, und das ist sehr wichtig, ja. Ich habe oft Musiker gesehen, dass sie viel zu früh wieder angefangen haben, Geige zu spielen, und dann, das kommt immer wieder das Problem, ja, aber natürlich, das ist auch, weil die sich nicht in Frage stellen, ja. So, wenn du erstmal eine Sehnenentzündung bekommst oder so ein Schnappfinger, schnellender Finger, das ist, weil du etwas falsch machst, ja. Dann du musst sowieso eine Pause machen und es heilen lassen. Aber dann, wenn du wieder anfängst, dann du musst was ändern, ja. Sonst es wird wiederkommen, das ist logisch, ja. So, wenn du nicht was änderst, es wird wieder passieren, ja. Deswegen, du musst wirklich analysieren, was du falsch gemacht hast und das ändern. So, ich würde dir, das Video hat dir sehr viel geholfen. Lass es mir wissen in dem Kommentar unter, ob du jetzt weniger Schmerz habt, ob das du lockerer geworden bist. Und genau, wenn dieses Video dir gefallen hat, dann klicke auf Gefällt mir, lass es mir wissen und abonniere meinen YouTube-Kanal. Jede Mittwoch um 18 Uhr ist ein neues Video, damit du Gage erfolgreich lernst. Und jetzt, wenn du noch viel größere Fortschritte machen kannst, du kannst auch mein Buch hier kostenlos erhalten, kostenlos, du musst nur die Lieferungskosten und Bearbeitungskosten zahlen, das ist 6,90 € statt 20 € bei Amazon. Und genau, ich habe auch unterschrieben einen Kurs dazu, sehr effektiv, wenn du Gage erfolgreich lernen willst. Danke fürs Zuhören, ich wünsche dir noch eine sehr schöne Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss!